Das Lied von Jamie McPherson und da kann ich einfach nur sagen, ich glaube, Braveheart lässt grüßen. Ja, Singen verbindet. Nicht umsonst ist das jetzt verboten oder eingeschränkt. Also macht mit, auch wenn ihr den Text nicht könnt, man kann mit klatschen, mit stampfen, was auch immer. Lebt wohl, ihr Berge, hoch und frei, lebt wohl, du Bergbarkeit. McPhersons Seite ist nun vorbei, denn hängen wird er bald. Um den goldenen Ball zum letzten Mal tanzte er mit leuchtendem Schritt. So unbeugsam McPherson nahm des Volkes Herzen mit. Von meiner Hand und her mit meinem Schwert. Es gibt keinen Mann in ganz Schottland, dem es nicht fürchten wert. Um den goldenen Pfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit. Die meisten sind hier, um die Sterben zu sehen. Ein paar wollen die Finne von mir. Doch bevor ich von hier Abschied nehm, zerschlage ich sie lieber gleich hier. Um den Galgenpfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit. In beide Hände nahm er die Fiddle und zerschlug sie an einem Stein. Kein anderer soll jemals auf ihr spielen, wenn ich gehangen der Zeit. Um den Galgenpfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit. Die Begnadigung war schon unterwegs, McPherson zu befreien. Doch sie stellten die Uhr eine Viertelstunde vor. Gott möge ihnen verzeihen. Um den Galgenpfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit. Und nochmal. Um den Galgenpfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit. Und ein letztes Mal noch. Um den Galgenpfahl zum letzten Mal tanzte er mit leichtem Schritt. So unbeugsame Hektörsen nahm des Volkes Herzen mit.
eine tolle Atmosphäre und es erinnert uns auch, dass wir nicht die Ersten sind, die aufstehen und demonstrieren, sondern dass wir in einem großen Erbe sind von Menschen, die schon für Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und ich hoffe, dass diese Bewegung diesen Herbst 2020 friedlich bleibt und dass wir genau mit diesem Enthusiasmus wie in diesem Lied gerade eben weiter für das Gute einstehen und nicht in den Kampf gehen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die sich verändert hat seit diesen Liedern. Da ist man kämpferisch rangegangen.